Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich mache hier nahtlos weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Denn, ich bin ohnehin fast genau da, wo ich hin will. Ich möchte nämlich zunächst mal zu dieser Orkengruppe hier. Und, heps, hinter diesem Baum in Deckung. Das hat leider nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Es ist doch ein bisschen schwierig zu koordinieren, wenn man so schnell ist. Aber gut. Es hat funktioniert. Ich will mich nicht beschweren. Es hat alles funktioniert. Ich habe noch zwei Wags umgelegt. Da hinten ist noch einer. Den lasse ich jetzt einfach mal Wag sein. Ist mir jetzt egal. Hier ist nichts mehr. Nee, wie gesagt, es gibt ja noch eine letzte Kleinigkeit im Orklager, die wirklich wichtig ist. Auch eventuell sogar für den Kampf gegen den Drachenboss am Ende. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es schadet auf jeden Fall auch nicht. Ich muss hier vorsichtig laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da runterrutsche. Okay, aber hier bin ich wieder sicher. Und zwar hier oben, über dem alten Geheimversteck von den Freunden aus dem ersten Teil, da wo ich Diego geholt habe. Hier gibt es noch einen Heiltrank, einen Lederbeutel, eine Ork-Axt. Ist nicht der Rede wert, aber das ist wichtig. Nochmal eine Spruchrolle. Feuerregen. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe Feuerregen. War eine der Optionen für meine letzte Rune. Habe ich nicht gelernt, werde ich auch nicht lernen, weil ich habe die Todeswelle. Und die Todeswelle ist im Prinzip besser als der Feuerregen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die ein oder andere Situation gibt, wo der Feuerregen dann doch besser ist. Weil er, ne, zur Erinnerung, er macht weniger Schaden. Aber er ist halt auch viel, viel schneller ausgeführt. Wesentlich schneller. Er kommt mehr oder weniger instantan, wenn ich sage, jetzt hier, und dann kommt der Feuerregen. Und, genau, das wollte ich dann einfach noch haben. Jetzt habe ich immerhin zweimal Feuerregen in petto. Gegen den Endgegner. Gegen den Drachen am Ende. Der hier die Fäden zieht. Und, ich hoffe mal... Also ich hoffe, dass ich es nicht brauche. Jetzt habe ich am Anfang der Folge gespeichert, das war vielleicht nicht so klug. Hoffen wir mal, dass die Aufnahme funktioniert. Mikrofon ist an. sowas muss nicht nochmal sein. Das ist mir einmal passiert. Habe ich den Park angelockt? Nee, habe ich nicht. Okay. Hol ich mir immer noch das Butterfleisch. Ich mache hier noch einen ganz kleinen Abstecher nach da oben. Denn hier kriege ich noch ein paar Tränke. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Hier ist erstmal noch ein Mana-Trank, ein Brot, ein Rabenschnabel. Oh, interessant. Aber ich fürchte, das ist eine Einhandwaffe. Rabenschnabel, Einhandwaffe, 110 Stärke, 110 Schaden. Ja, ziemlich gut. Ziemlich mächtig. Kann man machen. Kann ich alternativ natürlich auch für Gold verkaufen. Und hier liegt auch ein toter Drachenjäger. Der hat, ja, auch noch mal ein bisschen Gold dabei. Links, rechts, rechts, links, rechts. Fisch, Kletterquarz, Mana-Essenz, Pfeil. Bisschen Gold und noch mal 4 Dietriche. Ja, das war genau das, was ich mir hier holen wollte. Ich glaube, was ich da gerade höre, ist nur der eine Wag da unten. Den brauche ich gerade nicht. Den lasse ich mal Wag sein. Und ja, das war's hier im Orkgebiet. Fürs Erste? Nee, was heißt fürs Erste? Das war's hier im Orkgebiet. Tatsächlich. Es gibt noch ein paar Gegner. Es gibt vor allem noch den einen Wag. Und ja, weiter hinten bei Xadas gibt es dann, glaube ich, auch nochmal 2, 3 Feuerwarane. Blutfliege oder so. Aber das ist alles irgendwie nicht so richtig der Rede wert. Eine Ork-Axt. Die liegt hier, glaube ich, noch von dem Kampf, als ich hier mit Diego und Barbo durch bin. Boah, das ist ja auch schon wieder ewig her. Der Ast da oben sah gerade so wie eine Hand aus, die sich so hier über den Weg erhebt und mich greifen will, wie so in Zelda. Na, nicht ganz, aber so ähnlich. In Zelda sieht man die nämlich nicht. Genau. Es ist schon ewig her, dass ich hier durch bin mit Diego und Barbo, um sie zu retten. Da haben wir uns mit Orks geprügelt. Ja, richtig, ich erinnere mich. Da kamen wir auch durch diesen Weg. Ich weiß gerade nicht mehr, ob wir durch den See geschwommen sind. Ich glaube, ja. Gut. Was ich jetzt tun wollte, ist den Troll umlegen. Denn
Nur ein toter Troll ist ein guter Troll. Und er wacht nicht nach, wie ihr seht, aber... Im Gegensatz zu ihm... kann ich zaubern. Hehe. Er nämlich nicht. Er kann zwar rumfuchteln, aber er kann nicht zaubern. So, dann brauche ich nochmal drei von diesen Mana-Tränken hier. Und das Zeug, was ich gefunden habe, komm, das esse ich hier mal. Was soll das? Dann esse ich hier mal Brot. Und nochmal Butlerfleisch. Butlerfleisch. Ist das der korrekte Plural? Ich weiß es nicht. Und noch eine Weidenbeere. Auf gar keinen Fall den Kronstöckel, der ist wichtig, den brauche ich noch. Ich habe wie viel Kronstöckel? 7. 7 Kronstöckel gibt mir 35 Mana. Ich bin bei 227. Damit komme ich also auf 262. Mit den paar Lernpunkten, die ich noch investieren kann, komme ich auf 265. Ich glaube sogar auf 270. Ich habe genug. Oder wie viele Lernpunkte habe ich? Ich habe 48 Lernpunkte. 5 Lernpunkte kostet einen Mana-Punkt. Damit kann ich mein Mana um 9 steigern. Ich muss es aber nur um 8 steigern, ne? Er war auf 3. Boah, ist das laut. Einmal um 3 auf 230 und dann nochmal um 5 auf 305 auf 235. Und ich muss es auf jeden Fall zuerst steigern, bevor ich die Tränke, zumindest bevor ich die Tränke schlucke, bevor ich die Tränke trinke. Denn der Einzige, der mir Mana bis zu 300 beibringen kann, ist Pyrokar und das ist auch schon die Obergrenze. Es gibt keinen Trainer, der mir mehr als 300 Mana beibringen kann. Die Tränke hingegen sind davon unabhängig. Die kann ich bei jedem Mana-Stand verwenden. Ich gehe jetzt auf hier, ich bin jetzt hier auf dem Weg zu Silvio und seinem Kollegen Brutus, hieß er genau. Silvio und Brutus. Und ich wähle diese Route hier oben, weil es hier noch diese Drachensnapper gibt, die mir schon mehrfach Probleme gemacht hatten. Ihr erinnert euch vielleicht, als ich da war, von unten kam. Ach, nö, nur 2. Ah, das ist ärgerlich. Ich wollte ja eigentlich alle anlocken. Problem ist nämlich, das sind, glaube ich, 4, oder? Ja, da hinten ist noch einer. Das sind 3 gewesen. Okay, ich probiere das Ganze nochmal. Vielleicht kriege ich diesmal alle. Wenn ich ein bisschen näher rangehe vielleicht? Ich kann auch einfach versuchen. Ich glaube, wenn ich sie anlocke, kommen alle her, oder? Nicht? Doch. Perfekt. So muss das sein. Jetzt frage ich mich, ob ich den da drin erwischt habe. Nee, habe ich nicht. Dann hole ich mit denen mal eben so. Zack. Und nochmal draufhauen, das reicht. So, und hier, Moment, die Kamera ist nicht gefangen. Hier links seht ihr, liegt nochmal ein Feuerregen. Den nehme ich mir auf jeden Fall auch noch mit. Dann kann ich jetzt schon 3-mal Feuerregen zaubern. Ich denke, das sollte jetzt langsam wirklich ausreichen. Ach, guck mal, hier ein Eichenbogen. Und, oh, eine Steintafel. Nanu. Sehr witzig. Damit habe ich hier nicht gerechnet im Hintertal. Ich sammle hier noch irgendwie Heilkräuter ein. Ah, Feuerkraut. Mana. Sehr gut, sehr gut. Feuerwurzel, sehr gut. Feuerwurzel, sehr gut. Nee, jetzt erstmal hier, wenn ich schon da bin. Wenn ich das schon mal habe, dann Einhandkampf plus 1. Ja, warum nicht? Plus 2. Plus 2 sogar. Dann haben wir hier 100 Gold und 50 Gold. Apfeltabak, immer noch kein Lederbeutel, ich Idiot. Gut, dann brauche ich nochmal 200 Mana. Ich fürchte nämlich, ich weiß nicht, ich habe so ein blödes Gefühl, dass da so ein Kampf ausbrechen könnte. Da unten. Ich weiß auch nicht warum. Mit den beiden Idioten. Ups, habe ich Idioten gesagt? Ich meinte natürlich Söldner. Ja, ja, ich meinte natürlich Söldner, nicht Idioten. Nein, niemals. Ich würde sie doch niemals beleidigen. Schauen wir mal, was das wird. Soweit ich weiß, warten sie direkt am Eingang.
glaube, sie sind am Kämpfen mit... Genau. Mit Echsenmenschen. So, habe ich noch 150 Mana? Ja, gerade so. Komm. Nichts zu plündern. Mit dem einen werdet ihr fertig. Tut nicht so. Ein nicht viel. Ja, das sag ich doch. Das schafft ihr. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Nein. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Sehe ich gar nicht ein. Sorry, Bulko. Du hattest zwar... Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hattest. Ich habe keine Ahnung, aber... Du hast dein Schwert gezogen und wolltest mich angreifen. Das reicht mir aus, um dich umzulegen. Tut mir leid, aber naja, so ist es halt. Da kenne ich nichts. Keine Gnade. Gibt's hier drin noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier war ich ja schon zu genügend. Ah, doch, Moment. Hier gibt es tatsächlich noch was, was ich jetzt zu meinem Vorteil benutzen kann. Nämlich ein Bett hier in unmittelbarer Nähe. Da kann ich mir einige Tränke sparen. Das ist gar nicht so weit weg. Ich kürze es mal ein bisschen ab, indem ich hier ein... Na, wo ist es denn? Hallo? Da, ist er verkauft. Muss ich doch, habe ich über 30 Stück, 31 Stück. Nur hier eben, um sicher zu gehen, nochmal einen Zauberschnapp. Aber nee, hier sind keine Gegner. Alles gut. Ein Bett. Und es ist 10.50 Uhr, das heißt, ich schlafe bis Mittag. Es ist der 98. Tag. Schauen wir mal, vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht schaffe ich es ja. Vor Tag 100 hier die Welt von dem bösen Drachen zu befreien. Wobei, wissen wir überhaupt schon, dass es ein Drache ist? Ich weiß es gar nicht. Ich rede hier die ganze Zeit von dem bösen Drachen, aber... Ja, vielleicht denke ich das ja auch nur und es ist jemand ganz anderes. Keine Ahnung. Könnte ja sein, dass vielleicht Belia selbst dahinter steckt. Zum Beispiel. Oder vielleicht Xardas. Haha, wer weiß. Das wäre ja Plot-Twist. Haha. Keine Ahnung. Was meint ihr, wer dahinter steckt? Schreibt mir einen Kommentar. Ich bin sehr gespannt, was da für Theorien zusammenkommen. Ich mag ja solche Theorien. Und zack. So. Dann schnappe ich mir eben noch die Echsenschwerter und das Trollfell. Und was wächst hier, was ich bisher nie holen konnte, weil hier der Troll war? Feldknöterich, ja. Heilwurzel ist auch okay. Ich meine, es ist nichts, was ich nicht mitnehmen würde. Aber, ja, so richtig toll ist es jetzt irgendwie auch nicht. Nun gut, dann mache ich eben noch schnell ein paar Goblins zu Ende. Na, komm her. Jetzt. Ah, das geht doch. So ein Troll, ey. So ein Troll. Und damit meine ich nicht den Troll, sondern den Goblin gerade. Oh Mann. So, das Problem ist jetzt, Spoiler, wenn ich die Truhe öffne, scheint ein Ork hinter mir. Ich habe genug Mana, um ihn einzufrieren. Fünf Dietriche, ich wusste doch, das lohnt sich nicht. Na? Oh, das ist fies. Das ist ja mal fies. Okay, was liegt hier rum? Hier liegt eine Spruchrolle. Keine Ahnung, was das ist. Schaue ich mir gleich an. Ich würde sie gerne nehmen. Und außerdem würde ich gerne den Beutel. Den habe ich schon, okay? So, das ist nämlich, ich habe nicht mehr genug Mana, um irgendwas zu tun. Naja, schwarzen Doppel schaffe ich noch. So, den Ork muss ich hier nicht abschütteln. Na komm. Ist gut. Fein gemacht. Kannst zurück auf deinen Posten. Ja, alles gut, Großer, alles gut. Kannst zurück auf deinen Posten. So, ich schnappe hier mal eben noch ein bisschen Mana. Und dann ich den nämlich einfrieren. Und dann bin ich soweit fertig im Minental. Tatsächlich.
Wobei ich auf dem Weg zurück noch ein bisschen Mana abstauben, Quatsch, nicht Mana, Erfahrung abstauben kann. Es gibt nämlich noch die Gruppe von Snappern und Drachensnappern, ihr erinnert euch vielleicht. Ach, wisst ihr was, ich habe hier ein Bett nebenan. Warum tue ich mir das an? Hey, da ist sogar ein Haltrank dabei. Wie nett. Gut. Wie gesagt, ich habe hier ein Bett nebenan. Und das gedenke ich auch zu benutzen. Wo ist es denn? Da. Ups, das war blöd. Ich wollte die 29. Ja, das war nicht so klug. Wobei, es gibt noch ein Bett beim Banditenlager. Das ist näher dort. Näher an der Stelle, zu der ich möchte. Also laufe ich jetzt zum Banditenlager. Komm, noch eins. Ich will hier die Zuschauer nicht langweilen. Ich glaube, drüben auf der anderen Seite vom See ist auch noch ein Bett, oder? Nee, der Quatsch, da war eine Truhe. Kein Bett. Ich hoffe mal, es gibt hier ein Bett im Banditenlager. Ich glaube jedenfalls. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Verdammt, hier ist keins. Da oben ist keins. Hier ist auch keins. Och, nö. Mist. Habe ich mich getäuscht. Dann muss ich mein Mana halt eben so auffüllen. Oder war da oben ein Bett? Mitten im Nirgendwo? So direkt nebenan? Ne, hier war nur der Karren. Mist. Tja. Was soll's? Also die Gruppe Snapper da drüben, die meine ich natürlich. Ich heile mich ja noch ein bisschen. Ah, dieses ganze Kleinkram, von dem ich nur ein oder zwei habe, das kann ich gar nicht ab. Weg damit. Hinfort. So, dann brauche ich 120 Mana. Das sollte so reichen. Das sollte so das Minimum sein, was ich an Tränken trinken muss. Ich will mich noch ein bisschen hochheilen. Ich esse mal so noch ein paar Pflänzchen hier. Wobei, komm, ich habe so viel Tränke. Dann trinke ich doch noch ein paar. Immer nur, um sicher zu gehen. Nicht, dass mich die Snapper dann irgendwie doch erwischen. Was gut passieren könnte, um ehrlich zu sein. Weil, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich da rangehe. Ich habe so eine... Ach komm, wisst ihr was? Ich weiß jetzt, wie ich das mache. Ich werde ein Snapperkraut essen. Dann werde ich losrennen, auf den Weg mein Massensterben ziehen. Mich hier mitten rein begeben und anfangen zu zaubern. Anfangen zu zaubern, habe ich gesagt. Ich sagte anfangen zu zaubern. Was war daran so schwer zu verstehen? Meine Güte. Dieser Leck immer, wenn er stehen bleibt. Ich könnte hier noch ein paar Echsenmenschen umlegen. Wie viel Erfahrung? Ich brauche noch so viel Erfahrung. Das lohnt. Ach, verdammt. Das lohnt sich nicht. Problem ist jetzt nur, ich muss mein Mana irgendwie auffüllen. Weil ich mich sonst nicht mehr teleportieren kann. Naja, was soll's. Wisst ihr was? Ich bin fertig hier im Minental. Schließe ich hier jetzt einfach. Pauschal, spontan beschließe ich das jetzt hier. Und kann ich hier irgendwo übernachten? Ich brauche nämlich Mana. Wenn nicht, esse ich einfach nochmal so ein Feuerteil. Kann ich da vorne übernachten? Nee, da gibt es auch kein Bett. Ich gehe hier durch. Was soll's. Ist egal. Ich bin fertig im Minental. Yay! Fürs Erste. Nee, nicht fürs Erste. Quatsch. Ich verarsche euch immer wieder, indem ich sage fürs Erste, aber nee, ich bin fertig im Minental. Zumindest fällt mir gerade nicht mehr ein, was ich noch hätte machen sollen. Wie gesagt, die questrelevanten Dinge sind erledigt. Urshak und Silvio. Ich habe meine 5 Mana gekriegt. Ich habe gute Erfahrung gekriegt nochmal. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich habe nicht ganz alles gemacht, aber ich bin sehr zufrieden. Jetzt möchte ich erstmal zum Kloster und mich heilen. Und... Moment, wie viel Mana brauche ich? Ich brauche 3 Mana. Moment, also für 3 Mana kann ich auch 3-mal Bier trinken. Da muss ich kein Kraut futtern oder so. Nee. Sehr schön. Ich bin zurück aus dem Minental. Ich habe die Erweiterung komplett durch. Ich habe das Minental komplett durch. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Es gibt hier einen Korinne-Sound bei Dingen, die ich erledigen muss. Auf dem Weg zum maximalen Mana. So. Erstmal würde ich sagen, will ich mein Mana steigern? Ich will meine magische Kraft steigern.
Und zwar erstmal um 3. Und dann habe ich noch 33 Punkte. Das heißt, ich kann nochmal um 5 hoch. Und um ein weiteres Mal zu steigern, müsste ich 2 Stufen aufsteigen. Das könnte schon schwierig werden. Warte mal. Wie viel... Ich hätte das nicht gedacht. Ah, okay, genau. Ich hab jetzt 2 Möglichkeiten zu lernen, den Mana-Steigerungstrank. Um den Mana-Steigerungstrank zu lernen, habe ich jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich kann dir das Rezept kaufen, das kostet aber 1000 Gold, glaube ich. Oder ich kann es für Lernpunkte lernen. Und ich glaube, ich lerne es aber für Lernpunkte. Hey. Oh, der Drachenheiltrank ist fertig. Sehr schön. Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie einweihen. Und ich möchte das Elixier des Geistes. Das kostet 10 Lernpunkte, ich habe leider nur 8. Mist. Tja. Wisst ihr was? Ich werde hier jetzt einfach mal sagen, die Folge ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal werden wir dann schauen, was es mit dem Drachenei-Trank auf sich hat. Und vielleicht gibt es ja Erfahrung. Komm. Ich komme, um den ominösen Drachenei-Trank abzuholen. Ja, ich habe ihn gerade fertiggestellt. Hab ihn noch nicht ausprobiert und übernehme keine Verantwortung, hörst du? Gib schon her. Na gut, hoffentlich fliegt dir nicht die Schädeldecke weg von dem Zeug. Jetzt ist die Folge zu Ende und wir werden dann beim nächsten Mal sehen, was passiert, wenn ich... Wo ist er denn? Da ist er. Trank aus Dracheneisekret, wenn ich diesen Trank trinke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.